auf, wie man zum Beispiel einen Stempel koloriert. Ich habe jetzt den Stempel hier schon auf meine Acrylplatte und habe mir hier das Aquarellpapier geholt. Und dann nehmt ihr euch eure Stifte. Ich habe mir jetzt hier meine Ecoliner genommen und die normalen Zickstifte. Dann könnt ihr schauen, oben ist die Schleife, da geht ihr dann mit eurem Stift drüber. Und malt es an. Und da es Aquarellpapier ist, könnt ihr alles nachmalen. Ihr könntet zum Beispiel auch eure Waterpencils nehmen von dem Holz. Also alles, was ihr daheim habt. Da ist noch die Schleife. Die Beeren. Ordentlich ein bisschen haben. Dann nochmal drüber. Hier nochmal drüber. So, hätten wir die Schleife. Dann habt ihr ja hier das Grünzeug. Gehe ich auch so rüber. Dann haben wir hier in der Schleife das Blatt. Dann gehe ich da drüber. Ja, so. Und dann könnt ihr hier unten die Pinie in braun machen. Geht einfach mit euren Zickstiften so ein bisschen drüber. Alles erwischt. Ich hoffe, dass man sehen kann, was ich jetzt hier schnell mache, weil es ich hoffe, dass ich alles erwischt habe, das Video nicht ganz so lang wird. So, und dann nehmt ihr einfach die Sprühflasche, probiere ich erst aus, und dann sprüht ihr da kurz drauf. Nehmt ihr euer Aquarellpapier, was ich mir schon vorbereitet habe, dreht euren Stempel um, überlegt euch, wie ihr die drauf haben wollt jetzt. Und dann drücke ich mir das so leicht an. Danach auch was sieht. Schwuppdiwupp. Und schon hättet ihr euren Abdruck. Könnt ihr natürlich jetzt ausmalen, wie ihr wollt, aber ich wollte es kurz zeigen.